IC 2033 Oldenburg Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof. Es ist 5:33 Uhr und fahren werden wir diesen Zug auf der Strecke Oldenburg, Bremen Hauptbahnhof bzw. Bremen-Oldenburg. Fahren Sie diesen Personenzug von Oldenburg nach Bremen Hauptbahnhof. Und zwar fahren wir die Baureihe 101 von der Deutschen Bahn. Und zwar werden wir jetzt beginnen, und zwar damit, dass wir diesen Zug aufrüsten, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das. Störung, Störung. Das werden wir machen. Das werden wir so machen. Das werden wir so machen. AFB, AFB, Dann werden wir die AFB AFB. noch auf 40 stellen. So, ändern die Zugsicherungssysteme einstellen. So, das haben wir auch erledigt. Müssen wir natürlich noch die Spitzenlichter einstellen. Das können wir nur im Stand. Haben wir auch erledigt. Dann noch bis 7:35 Uhr warten, dann tun wir das. Lichter braucht man nicht, glaube ich. So. Können wir uns noch ein bisschen draußen umsehen. Dann seht ihr, ich heute mal eine ganz besondere Lok mir rausgesucht habe. Gleich mal ein Foto von. Super schön. Ich sieht das. Ich finde, das sieht richtig stylisch aus. Hundertein. Wunderschön, wunderschön. So, haben wir jetzt hier gleich Ausfahrt. Während es da hinten noch qualmt. Auch ein wunderschönes Bild, oder? Wunderschön. So, wir haben Ausfahrt. Das heißt, wir werden die Türen verriegeln. Und dann haben wir 29 Kilometer bis Delmenhorst. Ich würde sagen, los geht's. Können uns befreien. War natürlich. So, noch aufschalten. Haben wir an diesem frühen Morgen unseren morgendlichen IC von Oldenburg nach Bremen. Hier die Klappbrücke, ihr kennt sie. Weiter aufschalten. Ja,
160. So, dann werden wir mit Sicherheit gleich auch in die LZB aufgenommen. So, und endlich ist TSW wieder vernünftig spielbar mit Creators Club, mit Dovetail Live und so weiter. Das war ja eine Zeit lang nicht möglich, weil DTG das Ganze vom Server genommen hat, wegen Wartungsarbeiten. Aber die sind mittlerweile abgeschlossen und das Spiel lässt sich wieder vollkommen normal spielen. So, wir sollen schon in 11 Minuten in Delmenhorst sein. Bin ich ja mal gespannt, haben noch gut 20 Kilometer vor uns. So, was kommt da? Baureihe 155 in Presslackierung mit ihrem Autozug. Wunderschön. Im Übrigen wird es demnächst eine neue Rubrik, ein neues Projekt auf meinem Kanal geben. Und zwar werde ich euch dort das ein oder andere Szenario und Repaint von Fast System Sound Design präsentieren. Ich werde dafür extra eine Rubrik eröffnen. Das demnächst auf meinem Kanal, damit ihr dann so ein bisschen, damit ich euch dann so ein bisschen die Produkte von Fast System Sound Design näher bringe. Das also demnächst auf meinem Kanal. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. So, noch 17 Kilometer. An diesem wunderschönen Frühlingsmorgen, den 27. Mai 2023, in aller Frühe. Und, muss ganz ehrlich sagen, das Wetter passt. Wir haben es wirklich so schön. Die Zeit passt nicht mehr so ganz, aber sei es drum. Oh, 120, um Gottes Willen. Auch noch so gerade geschafft, würde ich sagen. Gleich 130 wieder, können wir schon mal die AFB dahin stellen. Noch sind wir nicht so weit.
endlich mal wieder 101 fahren, habe ich schon lange nicht mehr. Und dann dieser Soundmod dabei, das Repaint dabei, einfach wunderschön. So, fahren wir mal ein bisschen als Passagier mit. Ist auch mal ganz schön. Hat sich das Wetter aber dramatisch verändert. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt los? War doch so schön sonnig. Eieieiei, hat sich das zugezogen. Ja, nützt nichts. So gleich 120 und dann sind wir auch schon in Delmhorst. So, haben wir das auch erreicht. Wir sollten das eigentlich relativ pünktlich schaffen. Delmenhorst anzukommen. Wir haben jetzt 49, 2 Minuten haben wir noch. 1,5 Kilometer. Sollte eigentlich hinhauen.
Da fahren wir schon ein. Pünktlich, würde ich sagen. Türfreigabe. 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 Da wären wir. In Delmenhorst. Ich würde ja sagen, bei bestem Wetter, aber das ist nun nicht mehr der Fall. Wie ihr seht, hat es doch schon ganz schön gezogen hier. Die Autos haben auch schon Licht an, also es ist ziemlich dunkel geworden. Aber ja, dem ist dann halt so. Kann man nichts machen. So, soll noch bis 53 warten, dann tun wir das natürlich. Gibt uns die Gelegenheit, hier noch ein wenig umzuschauen, weil viel zu sehen gibt es hier auch nicht. Außer ein paar Häuser ist hier eigentlich nicht viel zu sehen. Und nicht mal eine Kirche oder so. Also gar nichts, ehrlich gesagt. Nur ein paar Häuser. Da auch nicht. Ich dachte, in Delmenhorst ist mal ein bisschen mehr los, aber ja, scheint eine sehr verschlafene Stadt zu sein. So, steht's? Oldenburg, Delmenhorst, Leipzig. Also nach Leipzig ist der Zug unterwegs, unser IC 2033 mit dem Endziel Leipzig Hauptbahnhof. Das dann mal irgendwie ein bisschen lösen, lesen. Verhalten im Brandfall. Alles klar. Verhalten im Notfall. Sicherheit im Zug. Ich denke mal, ihr werdet das schon ordentlich studiert haben. In echten Zügen. Wie man sich da zu verhalten hat. Ich glaube, wollte ich euch nicht mal näher bringen. Ich glaube, alle Zugfans wissen das. Könnt ihr hier noch so ein bisschen mitlesen, wenn ihr Lust habt. Ich denke, das ist aber für jeden verständlich und völlig normal. So. Schließen hier die Türen. Schauen wir uns das mal an. So, und dann haben wir 13 Kilometer bis Bremen Hauptbahnhof. Ich würde sagen, lösen die Bremse. Auf geht's. So, da bin ich gespannt, ob es noch anfängt zu regnen. Unseren letzten 12 Kilometern, oder ob wir trocken dort ankommen. Kommt denn da Schickes?
Eine 110 mit ihrem RE. Wunderbar, mit ihren N-Wagen. Genial. Ich habe mal wieder eine Augenweide, diese N-Wagen. Absolut. Jetzt fehlt eigentlich in der hier bei TSW eigentlich nur noch die BR218. Seid ihr da meiner Meinung? Das wäre es doch noch, oder? Überlegt euch das mal. Baureihe 218 dazu. N-Wagen in Silberlinge. Und dann das, die Szenarien im Ruhrpott. Oh, Leute, träumen. Das wäre so mega geil. Die Baureihe 218 beim TSW. DTG, bitte seht euch dieses Video an. Bitte erhört unsere Wünsche. Wir wollen die Baureihe 218. Das wäre wirklich genial. Und auch die Strecke Ulm und so weiter, die wären auch geil mit der 218. Das wäre auch mega geil. So, gleich 120. Bremen kommt immer näher. Der kleine Zwischenhalt. Auf dem Weg nach Leipzig Hauptbahnhof. Also Leipzig hat dieser Zug als Ziel. Wir können da leider nicht hinfahren. So, das haben wir auch geschafft. Gleich 60. Machen wir jetzt IFA und dann gehen wir schon mal runter auf 60. Oh ja, oh ja, oh ja. Das haben wir auch geschafft. So, das schlechte Wetter scheint sich wieder verzogen zu haben. Ist auf jeden Fall nicht mehr so neblig und nicht mehr so diesig. Es ist zwar noch relativ bezogen, also bewölkt, aber so dass es jetzt gleich irgendwie anfängt zu regnen, ist jetzt nicht der Fall, würde ich sagen. So. Wie gesagt. Gleich 50.
wir noch ein bisschen Zeit für. Wunderschön. Wunderschön. Oh. Zugbeeinflussung. So, fahren jetzt hier schön langsam geschmeidig in den Bremer Hauptbahnhof. Die Sonne kommt auch wieder raus. Ihr seht es da an den Masten da, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. War mir nämlich schon klar. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Gelbe Vorsignal. Zugbeeinflussung. 40 wie gehabt. Dort vorne steht noch ein Autozug. Könnt ihr ihn sehen? Da. Zugbeeinflussung. So, dann müsste jetzt gleich der 500 Hertz Magnet zum Tragen kommen. Weil wir hier den Autozug auf dem Gleis fahren. Zugbeeinflussung. Beeinflussung. Wunderschön, dann haben wir das auch geschafft, pünktlich in Bremen einzufahren. So, das war das. 31 Minuten haben wir gebraucht. So, wir dürfen nicht.
Der Zug fährt gleich weiter nach Leipzig. Hatte denn überhaupt Abfahrt? Und die laufen nicht die zu und Tür. Das Leben ist so schön. Wann hat dieser Zug Ausfahrt? Steht hier nicht. Nun ja, würde sagen, das war's dann mit diesem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Wenn dieses Video euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, macht am besten gar nichts. Bis zum nächsten Mal, euer Dedenny Spieters. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Euer Dedenny Spieters hier aus Bremen. Bye, bye.